Zeit. Manchmal scheint sie endlos. Manchmal zerrinnt sie wie Sand in unseren Händen. Heute blicken wir zurück, um mit neuen Perspektiven nach vorn zu schauen. 1982. Erinnern Sie sich? Helmut Kohl wird der 6. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Steven Spielbergs E.T., der Außerirdische, kommt in die Filmtheater. Und der Computer wird von einem US-Nachrichtenmagazin zur Maschine des Jahres gewählt. Was 1982 noch passiert? Richtig. 5 Mitarbeitende und ein junger Steuerberater voller Visionen haben am 1. November 1982 das Steuerbüro Schulz gegründet. Und wie war das vor 40 Jahren? Nach etwas, sagen wir mal, grenzwertigen Erfahrungen mit Kommando- und Gewaltstrukturen bei der Bundeswehr habe ich für mich entschieden, selbstständig und frei zu arbeiten. Und im Jahr 82 dann ergab sich hier in Rothenburg die Gelegenheit, dieses Thema umzusetzen. Und da habe ich zugeschlagen. Ja, sehr. Es war ein Kulturschock, ganz einfach. Der Herr Higgi war ein Chef mit Anzug und Krawatte. Und dann kam ein junger Mann, 1,90, Afro-Look, abgewetzte Hosen, und er stellt sich als meinen neuen Chef vor. Ich habe gedacht, lieber Himmel, gib mir die Kraft, das auszuhalten. Aber es hat geklappt und ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ja, die Erwartungen an die Selbstständigkeit haben sich in der Tat erfüllt. Es hat sich die Gelegenheit dadurch ergeben, also eigene Vision, eigene Vorstellung von der Steuerberatung auszuleben, teilweise sogar selbst neu zu definieren. Das zeigt auch das Wachstum der Gesellschaft. Ich wünsche meinen Kollegen, dass es ihnen so viel Spaß macht wie mir. Und vor allen Dingen, dass man über die Probleme spricht, was heutzutage nicht mehr so ganz einfach ist. Man schreibt eine WhatsApp oder eine E-Mail. Aber einem Chef reinzugehen und sagen, ich verstehe das nicht, was Sie jetzt mit uns machen, das bedeutet Mut. Und das wünsche ich meinen Kollegen, dass sie den Mut haben. Und dann macht es auch Spaß. Und sie sehen an mir, ich habe so lange ausgehalten und komme immer noch gerne ins Büro. Die Vision der innovativen und modernen Beratung wurde damals schnell zum Erfolg. Und KundInnen, Mitarbeitende und neue PartnerInnen haben sich von der Idee anstecken lassen. Ich war ja immerhin 15 Jahre bei der Finanzverwaltung, war Beamter auf Lebenszeit, war mit 35 Jahren in der letzten Besoldungsstufe und das war auch gleichzeitig das Problem. Ich wusste mit 35, wie die nächsten 30 Jahre im Beruf aussehen werden. Und das war mir zu wenig. Ich habe neue Herausforderungen gesucht, habe die dann auch gefunden, habe mich an meinen alten Kollegen Michael Schulz erinnert, von dem ich wusste, dass er in Rottenburg eine Steuerberatungskanzlei betrieben hat, habe den angerufen, wir haben uns getroffen und am nächsten Tag den Vertrag unterschrieben. Wichtig war uns ein netter Ort, wo man wohnen kann, und ein Jobangebot als Partnerin, weil ich damals in der alten Kanzlei in Aachen schon Partnerin war. Jobangebote gab es dann viele und gelandet bin ich an in Rottenburg bei Michael Schulz. Kaum älter als ich, klare Zukunftsvorstellungen, fokussiert auf die Bedürfnisse der Kunden und das Ziel einer ständigen Prozessoptimierung. Das Team war sehr kompetent und familiär, und das waren die Dinge, die mich für Schulz und Partner begeistert haben. Ich bin oft gefragt worden in der Vergangenheit, ob es nicht tödlich langweilig ist, den ganzen Tag mit Zahlen und Paragraphen umzugehen. Nee, das Gegenteil ist der Fall. Natürlich muss ein Steuerberater sich in Steuergesetzen auskennen, muss Paragraphen und Zahlen beherrschen. Aber wichtig war für mich immer der Umgang und die Zusammenarbeit mit Menschen, mit Mitarbeitern und auch mit Kunden und Mandanten. Aber auch mit Vertretern der Finanzverwaltung. Und zu all diesen Personen, die ganz unterschiedliche Fragestellungen haben, Beratungsbedürfnisse haben, muss man Zugang finden. Man muss ihre Sprache sprechen. Wenn einem das gelingt, dann kann man gute Arbeit leisten und kann auch erfolgreich sein. Und wenn dann noch ein positives Feedback kommt, dann hat man alles richtig gemacht. Das Erfolgsrezept ist, dass Frau lernen und erfahren muss, wie die männlichen Kollegen ticken. Und diese Erfahrung dann ziel- und lösungsorientiert einbringen, um das Berufsleben zu gestalten. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist die
strikte Trennung zwischen Geschäftsfeldern und Zielkunden. Denn Kompetenzgerangel im eigenen Laden ist nicht förderlich für eine erfolgreiche Entwicklung. Und deswegen habe ich auch meine Nischen gefunden, die Umsatzsteuer und das Gemeinnützigkeitsrecht. Anfangs waren es kleine Pflänzchen, aber mittlerweile sind es gut gewachsene Bäume. Fast 20 Jahre nach der Gründung, der Jahrtausendwechsel hält alle in Atem, der erste USB-Stick kam auf den Markt, das Harry-Potter-Fieber erreicht Deutschland und Schulz und Partner ist erfahrener und reifer. Aber hat noch immer dieselbe Leidenschaft für Beratung. Schulz und Partner wird Mitglied von Elliott, einem internationalen Netzwerk von unabhängigen Beratungsunternehmen. Es wird auch gleichzeitig die erste Begegnung mit Anthony Gomez aus Barcelona. Über die Jahre sind wir gewachsen. 30 Mitarbeitende brauchten Platz. Dank der Unterstützung des damaligen Oberbürgermeisters der Stadt Rottenburg am Neckar, Herrn Klaus Tappeser, finden wir im Jahr 2002 in Rottenburg eine neue Wirkungsstätte. Wir beziehen unseren Neubau in der Wilhelm-Maybach-Straße 11. Schulz und Partner war und ist ein aufstrebendes Unternehmen, braucht Räumlichkeiten. Wir, frisch gewordenes Mittelzentrum in der Regionalplanung, mussten ein entsprechendes Dienstleistungsangebot für unsere Bürgerschaft herstellen, für unsere Unternehmen herstellen. Schulz und Partner hat aber nicht nur das Unternehmen hingestellt, sondern hat auch städtebaulich einen Akzent in unserem Gewerbegebiet, in dem neuen Gewerbegebiet gemacht. Und Schulz und Partner hat als expansiver Betrieb entsprechende Arbeitsplätze angeboten für Rottenburg am Neckar. Aurin steht aber nicht nur für leistungsfähige Beratung, sondern auch für persönliches Engagement und Verantwortung für die Region. Das Engagement von Michael Schulz für den Aufsichtsrat und für den Aufsichtsratsvorsitz der Volksbank war außerordentlich wichtig. Die Volksbank hat mit seiner Unterstützung eine Entwicklung genommen, dass sie heute eine leistungsstarke Bank ist und auch für die Kunden von Aurin ein wichtiger Partner für Finanzierungen und Vermögensanlagen. Es ist von großem Vorteil, einen Partner zu haben, der langfristig zur Verfügung steht und auch eine eigene langfristige Perspektive für die Bank hat. Und deshalb konnten wir gemeinsam eine Vision dieser heutigen Bank entwickeln und die in verschiedenen Schritten über viele Jahre hinweg umsetzen, dass der Alltag des Aufsichtsratsgeschäfts da auch noch gut lief, dass er die Sitzungen gut geführt hat, dass er uns auch immer wieder gut herausgefordert hat als Vorstand. Das ist eine gute Nebenwirkung, aber es ist das größte Verdienst von ihm, dass er diese strategische Entwicklung befördert hat. Um eine Gesellschaft lebendig zu halten, muss man sich engagieren. Ich selbst habe mich dazu entschieden, das Schicksal krebskranker Kinder zu verbessern. Ich leite seit vielen Jahren die Stiftung des Fördervereins für krebskranke Kinder, die mit Erfolg neue Therapien entwickeln lässt in Tübingen. Mein Ertrag besteht darin, wenn ich Kinder umspringen sehe, die nur deshalb leben, weil die Stiftung neue Therapien finanziert hat, dann bin ich glücklich. Im Jahr 1998 wurde die Stiftung gegründet und da musste ich einen Steuerberater suchen. Ich kam zu Aurin und war erstaunt über die Expertise, die ich hier vorfand. Frau Dries hat sich ehrenamtlich engagiert und hat mir deutlich gemacht, dass eine Stiftungsbilanz anders aussieht als eine aktienrechtliche Bilanz. Sie konnte sich mit dem Thema krebskranke Kinder auseinandersetzen und als im Jahr 2010 der Förderverein einen neuen Kassierer gesucht hat, da habe ich sie angerufen und siehe da, zwei Tage später hat sie zugesagt. Ein großes Engagement für eine vielbeschäftigte Frau hat alles super gemacht. Wenn man sich als Einzelperson engagieren kann, dann kann man sich als Unternehmen erst recht, weil man einfach viel mehr Möglichkeiten hat. Man kann Projekte definieren, man kann Spenden machen. Und diese Entscheidungen hängen allerdings sehr stark von der Führungsebene ab, wie sie sich dafür entscheidet. Und das läuft bei Aurin super.
Ein paar Jahre später waren wir stolze Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir haben das Turnier zwar nicht gewonnen, aber dennoch einen warmen Sommer voller Gastfreundschaft und ausgelassener Stimmung erlebt. Und? Wo wart ihr beim Finale von Italien gegen Frankreich? In dieser Euphorie haben wir 2007 das Abenteuer Aurin Deutschland gestartet. Damals zählten wir in Deutschland 120 Mitarbeitende an 5 Standorten. Alle mit der gleichen Leidenschaft. Leistungsstarke, innovative Beratung für mittelständische Unternehmen. Was sagt Anthony Gomez heute dazu? Congratulations to Aurin Germany for its 15th anniversary. It has been a very long way since we started the conversation to become part of Aurin. Since then, Aurin Germany has been a crucial part of our common project and has shaped as it is today. Always partners have been very cooperative, taking active part on initiatives and pushing projects that are now part of our essentials. What today is Aurin and the basis for the great potentiality that ensures our strength and wonderful future. Thank you, Aurin people, for your contribution during these 15 years. Thank you. Und was sagen die anderen Partner von Aurin Deutschland dazu? Bei den üblichen Rückblicken zu solchen Anlässen ist festzustellen, dass sich im Lauf der Zeit vieles grundlegend geändert hat. Nur eins ist gleich geblieben, der ständige Wandel. Und weil es der Kanzlei Schulz und Partner in Rottenburg genauso ging, haben wir uns als Mitglieder unseres Netzwerks kennengelernt und haben alsbald festgestellt, dass diese Kooperation uns nicht nur im internationalen Bereich gut tut, sondern auch rein national von Vorteil ist. Herzlichen Glückwunsch zu der erfolgreichen Zwischenbilanz anlässlich der am 17. Mai gefeierten Jubiläen und die besten Wünsche für viele weitere erfolgreiche Jahre. Alle unsere Erwartungen sind eingetreten. Die Menschen, KundInnen wie Mitarbeitende, haben uns die Treue gehalten. Und viele neue kamen dazu. Aber wir sind nicht nur größer geworden, sondern auch leistungsfähiger und innovativer. Dies ist nur mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden möglich. Deshalb engagiert sich Aurin in der Ausbildung und gestaltet so die Zukunft mit. Nach einigen Herausforderungen, aber vielen Erfolgen sind wir angekommen. Wie schön, dass wir hier sind. Wie schön, dass ihr da seid. Heute zählen wir 288 Mitarbeitende, 28 Millionen Euro Umsatz in 2022. Mehr als 60 BerufsträgerInnen, 28 PartnerInnen, mehr als 4000 KundInnen. Und damit wir uns ganz auf die Arbeit konzentrieren können, haben wir ein Netzwerk aus engagierten und verlässlichen PartnerInnen. So viele Gründe, Danke zu sagen. Danke an unsere Mitarbeitenden. Danke an unsere PartnerInnen und KundInnen. Wir sind alle Teil unseres Erfolgs. Warum? Weil wir gemeinsam mehr erreichen. Wir schreiben das Jahr 2023. Aber was bringt die Zukunft? Wie wird die Zukunft aussehen? Wird das Metaverse, Avatare, Drohnen und KI unser Alltag? Wird so ein Kundentermin in 10 Jahren aussehen? Oder doch noch so? Doch egal, was kommen mag, eins bleibt mit Sicherheit: die Menschen und die Gemeinsamkeit. Vielleicht etwas größer, aber immer noch Aurin, immer noch wir. Die Zeit bringt Veränderung. Die persönlichen Schwerpunkte verschieben sich. Wir alle gehen unsere eigenen Wege. Zeit. Manchmal scheint sie endlos. Manchmal zerrinnt sie wie Sand in unseren Händen. So ungreifbar sie auch sein mag, sie ist unser höchstes Gut. Wie schön, ein wenig davon gemeinsam zu verbringen. Weil wir gemeinsam mehr erreichen.